Füße. Ist alles faul und krank. Ist die störende Größe aufgebraucht, wacht auch die Realität so langsam wieder auf. Und plötzlich stinken alle Klamotten so dermaßen nach Rauch. Schau doch nicht so, du hast ja recht gehabt. Wieso jetzt auf einmal? Naja, eigentlich habe ich ja noch feiern wollen nach dem Volksfest, aber... Ach, dann war halt das mit dem Flieger und dann hast du gesagt, dass ich dich automatisch verlasse, weil du arbeitslos geworden bist. Automatisch hast du gesagt. Ja und? Ich habe mir halt eingebildet, dass ich mir einen rosigeren Blick in die Zukunft erringen könnte. Und so einige Male habe ich mit allerhand Gedanken gespielt. Aber ich müsste so tief hinunter, damit ich höher hinauf kann. Die haben mich alle ausnutzen wollen. Ja, Fräulein, so ist es halt nun mal. Du hast gesagt, dass der Rauch mich nur zu seinem Vergnügen benutzen möchte und dass ich zu dir gehöre. Da hast du schon eigentlich recht gehabt. Das ist mir jetzt wurscht, Caro. Was vorbei ist, ist vorbei. Da hilft jetzt alles nichts mehr. Ach, Carsten. Komm hier weg. Ich verstehe gar nicht, wie man als Frau so wenig Feingefühl haben kann. Ist das doch schon die neue Caroline, ja? Es geht dich einen Scheißdreck an! Tisch ab! Komm, lass sie! Genau. Da. Da. Geh doch zu deinem Rauch oder zu einem von deinen anderen Verehrern. Irgendeiner wird dich schon nehmen. Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich. Und dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Träume sind Träume, Caro. Träume sind Träume. Das Radio. Es wünscht mir einen schönen Tag und ich schalte es ab und ich schalte mich ab.